So, hallo zu einer weiteren Episode von Minion Masters, der Nummer 270. Und wie immer habe ich die ganze Woche über nichts getan. Das heißt, ich habe natürlich jede Menge Dinge getan. Ich habe viel gearbeitet und so weiter. Aber ich habe nichts getan, was mit Minion Masters zu tun hat. Das heißt, wir sind genau da, wo wir in der letzten Woche aufgehört haben. Und ich meine, ja, also die letzte Woche war ja nicht sehr ruhmreich, muss ich sagen. Aber im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass das nicht an mir lag, sondern daran, dass ich die falschen Karten gewählt hatte. Beziehungsweise zumindest liegen mir das die Kommentare oder ein Kommentar nahe, dass ich niemals dieses Sperrfeuer hätte nehmen dürfen. Das werde ich mir in Zukunft merken. Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir alle Schuld diesem Sperrfeuerzauber geben. Der war ganz alleine dran schuld, dass ich versagt habe. Ich meine, ich habe ja nicht versagt. Ich habe ja nicht versagt, sondern der Zauber hat versagt. Genau. Belassen wir es jetzt einfach dabei. Diskutieren wir das nicht weiter, lassen wir es einfach so stehen. Ich würde sagen, wir spielen. Ja, also zuerst mal hole ich mir natürlich das Umsonst-Zeugs ab hier. Na ja, gut, einen Machttoken ist nicht viel, aber trotzdem sollte man den holen. Und dann. Achso, genau, eine Sache muss ich auch noch vorher machen. Ich muss schauen, ob die Aufnahme überhaupt funktioniert. Ja, das tut sie. Scheint zumindest so. Ja. So, und dann, jetzt aber, würde ich sagen, wir spielen trotzdem wieder einen Draft. Auch wenn das letzte Woche nicht gut funktioniert hat, aber ich finde so einen Draft ist eigentlich immer eine interessante Sache. Und wir haben wahrscheinlich, ich meine, ich werde ja vermutlich wieder relativ schnell versagen, dann haben wir ja danach immer noch Zeit, was anderes zu machen. Ich meine, Meluwin und Morelle, mit denen kann ich beiden, mit beiden kann ich ganz gut, aber ich nehme mal Meluwin, weil man da auch schon den Arkan-Golem drin hat. Dann hat man zumindest eine Fernkampfeinheit schon mal, die auf fliegende Einheiten abschießen kann. Ja gut, jetzt habe ich natürlich einen Succubus, dann Schildwächter ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, aber wenn ich einen Succubus haben kann, dann nehme ich einen Succubus. Ja gut, dann. Ja, ich meine, Schwärmer-Totem ist nicht prinzipiell schlecht. Aber ich glaube, hier mal so einen ordentlichen Nahkampfdiener drin zu haben, ist vielleicht auch nicht ganz übel. Wie viele Lebenspunkte? Ja gut, 400, das ist nicht so wahnsinnig viel, aber es reicht schon. Da würde ich jetzt dann. Ja, sollen wir die Drohne nehmen? Die kann schon echt gut sein im Draft. Da ist jetzt auch nicht jeder Gegner wirklich gut vorbereitet auf solche fliegenden Einheiten. Ja, kommen, wenn wir sie kriegen können. Jetzt haben wir auch noch die Plasma-Soldaten. Ja, jetzt haben wir schon wieder eine ganze Menge Fernkämpfer, aber so schlecht ist das ja auch nicht. Einen Nahkämpfer habe ich ja schon mal drin. Das ist der, der sich heilt. Der Rambock ist natürlich, kann schon auch ganz gut sein, aber ich bin schlecht darin, ihn zu spielen. Deswegen würde ich tatsächlich diesen Heiltypen nehmen. Ja, nee, den Pilz auch nehmen wir nicht. Ah, das sind die. Okay. Die zu einem Diener gespielt werden. Aber die lohnen sich eigentlich nur, wenn man sie zu einem Tank nähern. Die können sich schon auch in anderen Fällen lohnen. Aber ich weiß nicht, zu welchem Diener würde ich die spielen, wenn ich sie spiele? Wahrscheinlich zu einem der beiden Affen, oder? Ja, ich meine, viel anderes haben wir noch nicht. Ich meine, die könnte man schon nehmen, aber wir könnten auch einfach mal schauen, dass wir. Wie viel Leben hat er? Auch 400, ne? Also in einem richtigen Tank werden sie besser. Ja, was zum Brücken einnehmen wäre natürlich auch nicht schlecht, weil wir haben noch nicht so wirklich was. Jetzt kommen die mir mal die. Schattenwelpe ist nicht schlecht. Und sterbliches Skelett ist auch nicht schlecht. Ich meine, da wären noch nicht so viele. Aber wir haben jetzt schon zwei ordentliche Nahkämpfe und die. Das Crat Pack auch noch. Ne, wir sollten schon was Fliegendes nehmen. Entweder nehmen wir den Shadow Whelp. Oder wir nehmen diese Drohne hier. 4,2. Eigentlich sollte ich lieber die Drohne nehmen vom Geld her, aber ich würde endlich mal gerne den Shadow Whelp spielen. Den habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Sollen wir ihn einfach mal nehmen, obwohl es ein bisschen teuer ist? Jetzt nehmen wir ihn einfach mal. Ja, gut, jetzt haben wir billige Sachen, dann passt das schon. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass ich die kriege, dann hätte ich für dich vorhin das Crat Pack genommen. Sollen wir dann das hier nehmen? Aber das ist halt wirklich ein bisschen armselig, dieses Ding, oder? Also es ist halt so schnell tot. Schaden pro Sekunde 22,8. Kann ich das mal kurz vergleichen? Ja, ich meine, der Schaden ist schon okay dann, aber. Ja. Vielleicht doch lieber nochmal die Scrat-Horde. Den Zeppelin mag ich jetzt nicht so gern. Wir haben jetzt schon die Drohne, die gut Bodenziele angreifen kann. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich würde, glaube ich, die Scrat Horde trotzdem noch nehmen, obwohl wir da schon das Scrat Pack haben.
Die Zauber mag ich, glaube ich, nicht. Sollen wir das machen mit dem Zufallstypen? Also das mit dem mit der Zufallseinheit wäre gar nicht mal so übel. Aber die Frost. Ach, das ist ja bloß die vorbeifliegenden, okay. Mist, ich spiele ja. Ah, ich bin noch ein Depp. Ich spiele ja Meloween, ich hätte doch mehr Zauber reinnehmen müssen. Ah, das habe ich irgendwie völlig verpeilt. Ja gut, jetzt müssen wir zwangsweise. Das sind ja alles Zauber, was wir jetzt hier haben. Also da müssen wir zwangsweise einen nehmen. Kann ich da nochmal genauer schauen, was die anrichten? 66 Meisterschaden, 132 Schaden, so 2. Verursacht Verlangsamung. Ach, nehmen wir die einfach mal, weil es ein billiger Zauber ist. Ich meine, wir haben ja eigentlich genug Einheiten. Wir brauchen jetzt nicht noch hier diese Zufallseinheit. Zumindest nicht unbedingt. Puh. Nee, denn der Albtraumprinz ist mir, glaube ich, zu teuer. Der ist ja schon auch relativ leicht auszuspielen mit Flugeinheiten. Vielleicht mal Lord Fanriel. Ich glaube, ich bin in. Bäh. Sprechen ist schwer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon jemals gespielt habe, ehrlich gesagt. Ich weiß es wirklich nicht. Solange du 6 oder mehr Mana hast. 800, das wäre ein ordentlicher Tank, aber jetzt habe ich ja sowieso die Drohne nicht genommen. Aber mal so einen guten Tank zu haben. Ja gut, jetzt sind wir bei 3,9, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Der wäre aber vielleicht auch nicht schlecht. 600. Ja. Ich weiß nicht. Schaden pro Sekunde 50. Gehen wir nochmal zurück. Wie viel verursacht der hier? 43,4. Ich weiß es wirklich nicht. Im Zweifelsfall nehme ich vielleicht doch lieber die günstigere Einheit. Mal kurz warten, wie. Der Angriffsabklingt 3 Sekunden. Ja. 4, Geschwindigkeit 4. Wie langsam ist denn der hier? 6? Okay. Ist der so schnell? Ich glaube, wir nehmen dann doch die günstigere Karte. Das sind die Chancen größer, dass ich sie dann wenigstens ausspiele. Bei der 8-Mana-Karte, die habe ich dann wieder ewig auf der Hand und spiele sie nie aus. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Bei 6-Mana, da komme ich vielleicht mal dazu, wenigstens. Gut, gehen wir es an, würde ich sagen. Hat jetzt lang genug gedauert. Ich musste mir ein paar Gedanken machen. Ja, wir hätten mehr Zauber reinnehmen sollen, auf jeden Fall bei einem Meluin-Deck. Aber das ist jetzt halt so. Und dafür haben wir eine relativ gute Mischung aus Einheiten. Nicht zu teuer, nicht zu billig. Flugeinheiten sind dabei, oder zumindest, ja, zwei Flugeinheiten. Und ein paar Fernkämpfer sind dabei, Nahkämpfer sind dabei. Billige Einheiten sind auch dabei zum Brücken einnehmen. Also da haben wir jetzt schon eigentlich ganz gut was zusammen. Nehmen wir mal die Brücke ein. Also das sollte eigentlich einigermaßen hinhauen. Das da unten können wir so machen. Sollen wir gleich mal hier mit dem. Ja, wieso eigentlich nicht? Ja, komm. Können wir den als Tank verwenden? Da brauchen wir nicht warten, bis unser Succubus beschädigt wird. Können wir auch die Brücken halten, einigermaßen vielleicht, mehr oder weniger. Können wir die einfach mal spielen? Dann sind sie zumindest von der Hand. Ah, nee, hätte ich jetzt nicht spielen müssen. Ja, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Vor allem, denke ich, haben wir jetzt hier schon mal ein bisschen Schaden angerichtet hier. Fürs Erste. Ja, gut, der Succubus wird jetzt langsam mal sterben. Früher oder später, aber das ist jetzt schon ziemlich. Hat sich schon ziemlich gut gelohnt. Und unser Gegner hat jetzt hier auch schon einiges abbekommen. Okay, die Drohne wird sich vermutlich nicht so wahnsinnig lohnen. Aber es geht schon. Unser Gegner kann jetzt auch nicht viel anfangen hier mit seinen Einheiten, die er gespielt hat gerade eben.
Wir schauen jetzt einfach, dass wir die Brücken einigermaßen halten. Und wir sind jetzt gut im Vorteil, also da brauchen wir jetzt nicht so viel zu befürchten. Nehmen wir mal den Zauber einfach direkt auf den Turm hier. Ich glaube, das können wir uns leisten im Moment. Ja, das hätte ich jetzt vielleicht nicht so spielen sollen, wie ich es gerade eben gespielt habe, aber trotzdem. Das war vielleicht auch ein bisschen dämlich, aber ich glaube, ich werde schon so langsam ein bisschen nachlässig, weil ich mir schon ziemlich siegessicher bin, ehrlich gesagt, weil wir haben ja auch noch diesen Angriffszauber hier, den ich jetzt auch direkt da drauf hauen werde. Und dann, ach so, wir können noch, die Federn bricht noch auch ein bisschen Schaden an, oder? Die Frostfedern. Ah, okay, theoretisch hätten sie Schaden angerichtet. Das hätte eigentlich reichen müssen. Aber natürlich nicht, wenn unser Gegner unverwundbar ist. Aber gut, ich meine, jetzt kann ich ewig unverwundbar bleiben. Und da ist er auch schon tot. Okay, also das hat ganz gut funktioniert. War natürlich nur die erste Runde, aber immerhin den ersten Sieg haben wir uns schon mal geholt. Auf zum zweiten Sieg, hoffe ich mal. Also wie gesagt, außer dass wir jetzt hier zu wenig Zauber haben in diesem Deck dafür, dass wir Meluvin spielen, ist das eigentlich ein ziemlich gutes Deck, würde ich sagen. Also da kann ich es jetzt schlecht auf das Deck schieben. Höchstens auf meine Unerfahrenheit mit den Karten. Aber das ist ja auch meine eigene Schuld irgendwie, wenn ich die Karten nicht besser kenne. Aber gut, ich meine, dazu spielt man ja auch Draft. Dass man Sachen spielt, die man sonst nicht spielt. Nee, das brauche ich doch jetzt nicht. Für diese paar Einheiten hier, oder? Doch, hätte ich gebraucht. Das ist so viel Schaden, was wir da nehmen. Hätte ich doch lieber gleich das machen sollen. Jetzt habe ich hier zu viel Mana ausgegeben. Für sehr wenig Nutzen. Ja, komm. Machen wir das mal so. Ich muss dran denken, dass das hier nicht der Betäubungsaffe ist, weil ich sonst ja immer den Betäubungsaffen habe. Ja, jetzt bräuchte ich halt eigentlich, müsste ich jetzt halt langsam mal die Brücken einnehmen, aber ja gut, jetzt muss ich es einfach tun. Anders geht's jetzt nicht. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, ein bisschen Schaden anzurichten hier beim Gegner und auszugleichen, was die Lebenspunkte angeht. Ja, also den Ausgleich haben wir auf jeden Fall mal geschafft bei den Lebenspunkten. Mehr als den Ausgleich sogar. Und bei den Erfahrungspunkten sind wir inzwischen auch vorne dran, wenn auch nur knapp. Ja, ich meine, ich muss irgendwas spielen, also spielen wir jetzt das hier. Oh je, versuchen wir es mal kurz so. Und spielen wir das dann noch mit dazu hin. Na, jetzt habe ich den Arkan-Golem verloren, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Sollen wir schon langsam einfach mal auf den gegnerischen Turm gehen? Ich würde fast sagen, dass wir das uns erlauben können, da hier der Shadow World ja auch noch ein bisschen Schaden zufügt. Da bleibt jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel übrig von unserem Gegner. Ja, okay. Das war okay. Wir hatten sogar noch 10 Mana übrig. Aber, ja. Das war jetzt relativ klar, dass diese Runde gleich vorbei ist. Also, das war jetzt auch ein völlig ungefährdeter Sieg, so wie ich es haben will. Sehr schneller Sieg auch noch. Also damit bin ich sehr zufrieden. Kann ruhig so weitergehen. Was hatten wir letzte Woche? Ich glaube bloß 4 Siege. Es wäre schon schön, wenn wir das heute übertreffen könnten. Ich erwarte jetzt nicht 12 Siege oder so, aber 5 Siege wären schon schön. Das ist jetzt kein völlig abgehobenes Ziel, würde ich mal sagen. Nicht mit diesem Deck. Ja, gut, spielen wir halt was. Ja, okay. Ja, mal, was soll's. Ich habe jetzt nicht wirklich das Richtige für...
Ich muss was spielen, ich hatte zu viel Mana schon wieder. Das ist okay, dann müssen wir halt den Tank jetzt mal kurz hier hinspielen. Oh scheiße, die habe ich zu nah dran. Ich bin noch ein Idiot. Ich habe die viel zu nah rangespielt. Die verfluchten die Plasma-Soldaten. Die hätte ich niemals so nah daran spielen dürfen. Das war völlig idiotisch. Also jetzt beginne ich offensichtlich dämliche Fehler zu machen. Wie immer, wenn es gerade mal gut läuft. Das ist meine typische Vorgehensweise. Ah, der hätte wenigstens noch einmal zuschlagen können. Na gut, der hatte jetzt auch noch seinen Schild. Das ist jetzt auch nicht besonders gut gelaufen. Die teilen sich auch noch auf, das ist auch nicht so toll. Nicht das, was ich haben möchte im Moment hier. Okay, wir machen es kurz so. Den hauen wir kurz so weg. Wie sieht es denn mit den Erfahrungspunkten aus? Nicht besonders gut, aber wir könnten das noch aufholen. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, und der geht auf den Falschen hier auch noch. Ich muss was spielen, ich muss was spielen, ich Depp. Mhm. Komm, machen wir die mal ein bisschen schneller weg. Ich will nicht, dass der hier noch Schaden anrichtet. Okay, den haben wir diesmal gut wegbekommen. Wir haben auch noch beide Brücken, das ist auch wichtig. Ich muss irgendwas spielen. Ich habe jetzt in Panik irgendwas gespielt, weil ich nicht wusste, was ich spielen soll. Ich spiele einfach mal das da irgendwie hin, wo wir gar nicht spielen. Ah, das ist nicht so richtig toll. Nicht so, wie ich das haben wollte. Spielen wir einfach noch mehr irgendwas. Ja, das ist nicht ganz das, was ich haben wollte. Du bist okay. Nee, das ist nicht okay eigentlich. Das ist eigentlich überhaupt nicht okay. Nee, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Ich habe das nicht gut hingekriegt hier gerade eben. Ich war irgendwie abgelenkt. Das ist auch nicht gut, was wir da gerade eben sehen. Ach du Scheiße. Okay, wir spielen das mal kurz so und so. Okay, ich muss wieder was spielen. Das war dämlich. Nein, das hätte ich nicht spielen dürfen. Okay, ich spiele einfach mal das dahin. Versuche mal durchzubrechen. Mit Chiro Wut. Nein, das funktioniert nicht. Die Wut funktioniert. Oh, scheiße. Die Wut hätte ich mir lieber gespart. Ah, weil ich auch von Anfang an Fehler gemacht habe in dieser Runde und dann in die Defensive geraten bin, wo ich überhaupt nicht in die Defensive hätte geraten müssen. Das war so dämlich. Das ist natürlich erst reingekontert. Den Drohnen. Ja, ich bin klar, wieso auch nicht. Ja, das hätte ich. Oh scheiße, das hätte ich jetzt auch nicht spielen dürfen. Nicht wenn da drüben der verdammte Drache kommt. Ach du Scheiße, die hätte ich. Ich dachte irgendwie, den Drachen hätte ich besser unter Kontrolle. Nein, habe ich nicht. Ich habe ihn überhaupt nicht unter Kontrolle. Also es war. Das war von Anfang an scheiße, die Runde. Ich habe gleich am Anfang irgendwie. Ich habe schon wieder vergessen, welcher Fehler das war. Aber ihr wisst bestimmt noch. Ich habe gleich am Anfang irgendwie einen dämlichen Fehler gemacht. Und dann war ich die ganze Zeit in der Defensive, obwohl das überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Ja, das zieht sich dann das ganze Spiel durch. Wenn man einen guten Gegner hat, oder einen einigermaßen guten Gegner, der das dann auch ordentlich ausnutzt und sein Spiel souverän durchzieht, dann kann man das schlecht wieder umdrehen. Wenn man gleich am Anfang mal so in die Defensive... Wobei es hätte schon noch Gelegenheiten gegeben wahrscheinlich, aber ich war da nicht gut genug, um es nochmal zu drehen.
Ja, das ist bitter. Das hätte nicht sein müssen, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon die Niederlage. Ja. Doch, das war jetzt schon so richtig, glaube ich. Ja, das hat jetzt gepasst, was wir hier gerade gemacht haben. Das sieht jetzt okay aus. Der Start ist in Ordnung. Ja. Ja, vielleicht hätte ich sogar noch mehr Druck machen können, aber das ist jetzt trotzdem in Ordnung. Damit kann ich leben, was wir hier gerade gemacht haben. Jetzt darf ich aber nicht wieder den Fehler machen, so lange zu brauchen beim Spielen. Ah, Mist, die sind zu weit hinten. Die sind zu weit hinten. Auch das hat nicht gereicht. Ja, das ist nicht so richtig gut. Okay, die müssen wir jetzt einfach mal schlucken, glaube ich. Na, vielleicht schlucken wir jetzt doch nicht alles. Aber die Zauber unseres Gegners, die kommen viel zu spät. Vom Timing her ist er da nicht wirklich fit mit diesem Zauber, mit diesem Heilzauber. Habe ich das Gefühl, also das ist zu unserem Vorteil. Und diesen Vorteil nutzen wir jetzt auch. Also das muss eigentlich ein Sieg werden. Allein schon, was er da verschwendet hat mit diesem Zauber, schon zweimal. Das muss eigentlich reichen, um den Sieg herauszuholen. Ja, und das hat auch gereicht. Okay. Ja gut, also das Ziel mit 5 Siegen ist schon auch erreichbar. Trotz dieser einen dummen Niederlage. Aber allzu hoch sind meine Erwartungen jetzt nicht mehr. Wobei, wenn ich aus meinen Fehlern lerne, was ich selten tue, aber es könnte ja immerhin möglich sein, dann. Ja, ich meine, ich habe ja schon wieder vergessen, welchen Fehler ich konkret gemacht habe. Insofern werde ich wahrscheinlich nicht draus lernen. Ich weiß nur, dass ich dämlich war, aber ich weiß nicht mehr genau, wo und wann. Das ist das Alter. Deswegen macht man immer dieselben Fehler immer wieder, wenn man alt ist. Ah, naja. Ja, irgendwas sollte ich mal tun, oder? Das wäre vielleicht ganz gut. Das war doch auch wieder blöd. Den hätte ich doch besser unterstützen können. Naja, nein, nicht Depp. Jetzt gehen sie ja alle wieder auf diese Seite. Ah. Soll ich gleich da unten noch was dazu? Ich glaube, das war jetzt zu wagemutig, was ich hier gemacht habe. Ja, das war jetzt auf jeden Fall zu wagemutig. Den Vorboten habe ich zu spät gesehen. Der ist mir vorher nicht aufgefallen. Und das ist jetzt natürlich absolute Scheiße. Unser Gegner hat jetzt jede Menge Zeit hier auch noch. Hat jetzt jede Menge Zeit hier seinen Vorboten. Zu nutzen. Das ist absolute Scheiße. Das ist absolute Scheiße, was wir hier gerade haben. Und ich habe keine Chance, den irgendwie wegzuholen von dort. Ich hab nichts. Doch, jetzt habe ich den Shadow Whelp. Der wird dann schon reichen irgendwann mal. Irgendwann mal, wie gesagt. Wenn er jetzt wirklich da drauf geht. Aber das hat einfach schon viel zu lange gedauert. Ja, das hätte ich niemals so spielen dürfen. Wenn ich den rechtzeitig gesehen hätte, ich habe den völlig übersehen da hinten im Eck, dann hätte ich niemals zulassen dürfen, dass der überhaupt so lange in der eigenen Hälfte stehen kann. Den hätte ich erstmal kommen lassen müssen. Das ist jetzt natürlich schon richtig bitter. Das ist ein Fehler, der kann dann auch schon gleich wieder spielentscheidend sein. Und wird wahrscheinlich spielentscheidend sein, wenn unser Gegner das klug zu Ende spielt. Aber es ist ja nicht gesagt, dass er das tut. Noch, ja, ich muss irgendwas spielen. Das ist vielleicht nicht das Beste, was ich hier hätte spielen können. Das ist jetzt garantiert nicht. Jetzt muss ich ihn wieder quasi. Ja, was soll ich denn machen? Ja, toll. Ja gut, ich kann jetzt nicht sehr viel machen. Ich muss irgendwas spielen. Und das läuft wieder mehr oder weniger darauf hinaus. Ich habe nichts, was ich... Ich muss was spielen und ich... Ich kann... Nee, das funktioniert so nicht. Jetzt kann ich ihn vielleicht mal wegkriegen. Aber das ist halt... Das
schon wieder viel zu viel gekostet. Nee, also ich bin tot. Das ist völlig gescheitert hier. Ja, ich war bloß auf den Vorboten konzentriert und der war... Ja, ich meine, jetzt beim zweiten Mal war er gut geschützt, da war es nicht so einfach ranzukommen. Und trotzdem habe ich ihn jetzt schneller erledigt. Oder war es das schon das dritte Mal? Ich glaube, das zweite Mal. Beim ersten Mal, wenn mir das nicht passiert wäre, dass ich ihn da in der eigenen Hälfte festgehalten habe, wo er dann alle meine Einheiten abräumen konnte, wenn ich das nicht gemacht hätte, okay, wir spielen diesen Warteschlangenmeister da, dann hätte die Runde auch ganz anders verlaufen können. Aber das war jetzt halt wirklich... Ja... Das war halt blöd. Ja, und jetzt haben wir schon zwei Niederlagen, dann wird es vielleicht doch nichts mehr mit den fünf Siegen, aber das war jetzt auch wirklich... Da habe ich gar nicht so wahnsinnig viel, oder ich habe wahrscheinlich schon noch mehr falsch gemacht in dieser Runde, aber trotzdem... Das war jetzt nicht so, dass ich da die ganze Zeit nur Mist gebaut habe, sondern es war halt wirklich diese eine Situation am Anfang und dann war es auch schon vorbei. Ich auch nicht mehr viele Chancen, das noch zu drehen. Glaube ich zumindest. Weil ich könnte mich natürlich auch täuschen. Na, okay. Den Warteschlangenmeister hätte ich jetzt ganz gut besiegen können. Das wäre vielleicht mal, das hätte mich zumindest so ein bisschen psychisch aufgebaut. Das ist schon schade mit diesem Deck. Da müsste eigentlich mehr gehen, als das, was ich jetzt hier hingekriegt habe bislang. Also es wäre schon schade, wenn wir jetzt hier auch noch verlieren würden. Aber ich, ja gut, ich habe... Das war nicht mein einziger Fehler. Ich habe auch vorher schon zu viel riskiert einmal. Ich habe zu viel Mana ausgespielt beim Einnehmen der Brücken. Das war auch schon dämlich. Okay. Da warten wir jetzt noch ein kleines bisschen. Aber irgendwo müssen wir natürlich spielen. Und dieses Irgendwann ist jetzt. So, der wird hoffentlich auf die Priesterin gehen. Mhm. Gut, dann ist das hier überhaupt kein Problem mehr. Dann haben wir das jetzt gut gelöst. Die beiden Jungs, die machen wir so weg. Ja gut, die Statue, die kriegen wir dann schon. Die ist jetzt auch nicht das Wahnsinnsding. Können wir noch ein bisschen unterstützen zur Not. Ja, doch, das könnten wir diesmal schon gewinnen. Das sieht diesmal besser aus. Jetzt haben wir nicht so einen ganz schlechten Start. Ja, auch dieser... Auch dieser Werwolf hier, das ist jetzt nichts, was uns beunruhigen müsste. Ja, wir können gleich nochmal ein bisschen... Ja, ja, unser Gegner sagt auch schon Chichi. Ja. Es passiert halt doch... relativ häufig in diesem Spiel, dass irgendwie ein Fehler am Anfang die Sache schon schnell entscheidet. Und das war jetzt hier in diesem Spiel genauso, nur diesmal zu unseren Gunsten. Also der Koloss war einfach ziemlich verschwendet, den unser Gegner da gespielt hat. Und was er da an Mana verschwendet hat, das konnte er dann nicht mehr aufholen. Zumal er dann auch noch mehr, ich meine, gut, er hat dann auch noch mehr Nahkampfeinheiten da aufs Feld geworfen. Die leichte Beute waren für meine Einheiten. Das war schon auch nicht so ganz geschickt, aber vielleicht hat er auch einfach nichts Besseres auf der Hand. Gut, jetzt haben wir noch die Chance, wenigstens den fünften Sieg zu holen und damit unser Ziel, was ja wirklich kein sehr hochgestecktes Ziel war für diese Episode. Wäre schon schön, wenn wir das noch erreichen könnten. Waren ziemlich schnelle Runden diesmal. Größtenteils zumindest. Da war jetzt keine, glaube ich, dabei, die irgendwie über 6 Minuten ging oder so. Waren alles mehr so 2-3 Minuten Runden. Vielleicht auch mal eine 4 Minuten Runde. Aber nicht arg viel länger. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Wie gesagt, ich bin alt. Es kann gut sein, dass ich einfach hier Dinge vergessen habe. Weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Ich glaube, ich habe zu viel Mana ausgegeben für diese zwei Publingen. Fangkämpferin. Ja, ich habe definitiv zu viel Mana ausgegeben. Ich glaube, wir sind jetzt beide hier über die untere Brücke, auf die untere Brücke gegangen. Hoffe ich zumindest. Nein, sind sie nicht. Das ist scheiße. Da müssen wir die Sache so regeln. Ah, du Scheiße.
Okay, ich glaube, ich habe schon wieder Fehler gemacht. Wieso habe ich auch so viel Mana ausgegeben am Anfang? Das war doch dämlich. Jetzt müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Wobei, den Succubus hätte ich jetzt vielleicht auch nicht so sinnlos sterben lassen müssen. Ob das jetzt wirklich das Allerbeste war, was ich hätte machen können, jetzt auch nicht gesagt. Ach du Scheiße. Musste das jetzt wirklich sein? Denkt man, man macht mal was richtig und dann kommt sowas dabei raus. Okay, die haben wir jetzt mal abgeräumt. Können wir den hier vielleicht noch irgendwie vorne dran stellen? Ja, den hätte ich lieber vorne dran gestellt. Ich hatte irgendwie gehofft, dass... Ah, scheiße. Ja gut, wir können aber wenigstens ein bisschen Schaden beim Gegner anrichten, oder? Ja, ich meine, wir haben ihm immerhin die Hälfte seiner Lebenspunkte abgezogen. Das ist schon mal sowas wie fürs Ehrgefühl. Ah. Ja, also unser Gegner ist uns zumindest nicht völlig überlegen. Ich würde sagen, wir hätten eine Chance, das hier zu schaffen. Aber ob wir es tatsächlich schaffen, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, diesmal hat er nicht die Einheiten erwischt, die er erwischen wollte, offensichtlich. Allerdings, das hier ist trotzdem wieder blöd für uns. Da will ich jetzt eigentlich gar nicht so richtig was in den Weg spielen. Ja, aber jetzt haben wir ja auch schon wieder zu viel Schaden genommen. Ja, ist vielleicht auch nicht so gut, was ich jetzt hier gerade... Oh, scheiße, das ist gar nicht gut. Komm, machen wir das mal kurz so. Und hier, ich muss schauen, dass ich nicht noch mehr Schaden nehme. Ich habe schon zu viel Schaden genommen. Ich muss irgendwas da unten spielen. Ich kann das so nicht stehen lassen. Okay, dann muss ich es jetzt so machen. Hätte ich schon früher... Oh nein! Jetzt habe ich das auch noch nicht geschafft, verdammt nochmal. Ich hätte diesen Scharfschützen treffen müssen. Jetzt habe ich irgendwas in Panik gespielt, weil ich nicht wusste, was ich spielen soll. Wieso reagiere ich jetzt überhaupt so panisch? Die Situation war gar nicht so panisch. Oder so panikerregend. Das hätte ich so nicht machen müssen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das Beste ist, was ich hier gerade tue. Nein, das war garantiert nicht das Beste. Ich darf auf keinen Fall diesen Typen da unten stehen lassen. Es wird jetzt richtig, richtig knapp hier. Und es hätte nicht knapp sein müssen, glaube ich. Weil eigentlich... sah das hier lange Zeit ziemlich gut für uns aus. Wie sieht es denn bei den Erfahrungspunkten? Wir sind hinten bei den Erfahrungspunkten, das ist gar nicht gut. Wir könnten aber noch aufholen. Ah, nein! Wir haben wieder keinen Schaden angerichtet, verdammt nochmal. Ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas tun, ich muss vor allem, ich muss den abfangen, ich muss den abfangen. Das ist das Problem, ich musste den abfangen. Aber ich hatte nichts Gescheites da, um ihn abzufangen. Und jetzt... Wieso sterben eigentlich alle meine Einheiten so schnell? Verdammt nochmal! Ach, scheiße. Das hätte doch... Ah, wieso... Ach, verdammt. Das hätte besser laufen können. Ich musste den halt irgendwie abfangen, den scheiß Attentäter. Weil ich hatte schon zu viel Schaden genommen. Und da musste ich dann eine Einheit ihm in den Weg spielen, die ich eigentlich nicht auf diese Weise verschleudern wollte, aber... ich hätte überhaupt nicht in diese Situation kommen dürfen. Ich hätte schon viel früher Druck machen müssen. Irgendwie hätte ich das schaffen müssen, dass ich dann noch ein bisschen mehr Schaden anrichte. Und dann hätte es ja auch schon gereicht. Dann hätte ich ja mit meinem Meisterzauber, mit dem Angriff von Melowin den Rest erledigen können.
Da hat ja nicht mehr viel gefehlt. Aber ich habe es nicht gut geschafft, den Attentäter zu blocken. Nicht nur am Ende, sondern auch vorher schon. Der war ja derjenige, ach, wenn ich jetzt wenigstens das Sprechen hinkriegen würde. Der war ja derjenige, der auch vorher schon viel Schaden angerichtet hatte. Also das ist überhaupt nicht gut gelaufen. Wieder nicht. Mit 4 Siegen, das ist wirklich überhaupt nicht gut gelaufen. Und das Deck war jetzt wirklich nicht so schlecht. Also das hätte schon gehen müssen. Aber ja, das eine Mal ist dämlich mit dem Vorboten. Die erste Niederlage war völlig unnötig. Da habe ich ein paar ganz dumme Fehler gemacht. Und das hier... Gut, das letzte zwar wenigstens ein schweres Spiel. Was habe ich jetzt eigentlich gerade eben gedrückt? Habe ich jetzt einfach nur Einzelkampf gedrückt? Okay, dann spielen wir wohl Einzelkampf, wie es aussieht. Ich war noch so in meinem Klagemodus drin, dass ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst habe. Aber der hat auch mit seinen Zaubern immer meine Einheiten schnell abgeräumt. Das war... Da war ich jedes Mal wieder überrascht davon, wie schnell das ging. Wie schnell meine starken Einheiten da auch weg waren. Ja, ich muss irgendwas spielen, dann spielen wir jetzt erstmal das hier. Weil da kann ich dann hinten dran noch Fangkämpfer spielen. Was ich jetzt auch tue. Ja, also ich meine, das war jetzt eigentlich verschwendet von ihm, glaube ich, dieses Ding hier zu spielen. Ja, also das sollte jetzt eigentlich ganz gut laufen, diese Runde hier. Ja, ich denke, das sollten wir gewinnen. Aber das habe ich schon öfter gedacht und dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass ich diesmal wieder so grobe Fehler machen werde. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach gleich direkt auf den Turm. In meinem normalen Deck habe ich ja genügend Zauber, die Schaden anrichten, und dann den Rest einfach damit hinzukriegen. Falls wir es auch so mit dem Angriff nicht mehr schaffen. Okay, wir haben es mit dem Angriff nicht mehr geschafft. Aber wir sind nicht weit davon entfernt. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Also das wird jetzt schon. Ja, wir richten da noch ein bisschen Schaden an. Und dann ist es auch bald soweit. Spielen wir einfach noch ein bisschen Zeug. Okay, hat sich sowieso erledigt. Unser Gegner hat sich auch nicht mehr gewehrt. Hätte ich offensiver spielen können. Na ja, gut, ich muss das Draft abhaken. Also es ist echt schade, weil es war so ein gutes Deck eigentlich, mit dem ich mich so wohl gefühlt habe, dachte ich zumindest am Anfang. Und wenn ich ein bisschen länger Zeit gehabt hätte, mich da einzufinden, nicht gleich so dämliche Niederlagen kassiert hätte, dann hätte das ein richtig gutes Draft werden können, aber hat leider nicht sollen sein. Ja, ärgerlich. Gut, jetzt schauen wir halt, dass wir im Einzel... nicht ganz dämlich abschneiden. Wir haben jetzt noch eine Weile Zeit, da zu spielen. Okay. Ja, gut, das ist aber okay. Gut, dann muss ich jetzt quasi den hier spielen, weil das ist das Beste, was ich gerade eben habe. Einen hätte ich aber mehr in die Mitte nehmen, wäre ja auch blöd gewesen. Den hier muss ich ja dann sowieso nachher noch betäuben. Ja, gut, dann machen wir es halt kurz so. Ah, okay, das ist dann auch nicht so toll. Dann schauen wir, dass wir den schneller wegkriegen. Ja, es läuft gar nicht mal so gut. Ich meine, wir haben das jetzt schon alles einigermaßen ordentlich wegbekommen, aber das war nicht so gut. Das ist jetzt eigentlich schon zu spät, das zu spielen, oder? Ja, lassen wir den ein bisschen näher kommen. Jetzt können wir... hätte ich ein bisschen früher. Ein bisschen früher hätte ich spielen können. Es war jetzt unnötig, dass wir dann nochmal Schaden genommen haben, glaube ich. Ist auch ein bisschen blöd, weil jetzt habe ich da wieder meinen Nahkampf verschwendet und den bräuchte ich eigentlich jetzt. Wobei, ja doch, wir machen das mal kurz so. Jetzt habe ich schon wieder zu spät gespielt eigentlich.
Ah, es ist trotzdem noch eine Drohne übrig gewesen. Da habe ich nicht ganz perfekt gezielt. Na, gerade noch so hat es geklappt mit dem Panzer. Hätte aber auch schief gehen können. Diesmal darf ich meinen Seelendieb nicht wieder so verschwenden wie letztes Mal. Ah, der läuft jetzt. Toll. Gerade eben sage ich es noch. Ah nein, zu spät gespielt. Ich Depp, jetzt habe ich die völlig verschwendet. Ah. Mein Gott, ist das ein Krampf. Ja, das ist offensichtlich die Taktik von diesem Typen hier. Der macht einfach immer dasselbe. Den Panzer zu spielen und die Drohnen da hinten dran. Und leider macht er das, glaube ich, jetzt ziemlich erfolgreich. Ich muss irgendwas spielen. Kann ich nichts spielen. Und jetzt müssen wir halt das spielen. Ja, ich habe schon wieder viel zu lange gebraucht, um meine Sachen zu spielen. Ich hätte viel, viel schneller spielen müssen. Da kommt schon wieder der nächste. Ja gut, diesmal ist es wenigstens kein Panzer. Aber ich komme überhaupt nicht zurecht. Komm, ich bringe das dann nochmal mit dazu. Na, das hat er jetzt mal verschwendet. Das hätte diese Situation nicht spielen sollen. Ja, gut, aber trotzdem. Trotzdem kriegt das dann auch einigermaßen ordentlich hin. Also, nutzt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Hat er trotzdem wieder die Brücken. Also, egal was ich spiele, irgendwie kommt von ihm dann immer noch was. Also der hat immer noch was zum Kontern. Und er spielt auch irgendwie viel, viel schneller als ich. Ja, ich bin völlig hilflos. Das hat keinen Sinn mehr, glaube ich. Wie gesagt, er spielt viel, viel schneller als ich. Seine Einheiten raus im Tempo. Ja, weil er halt auch effizient spielt. Deswegen kann er sich das erlauben. Und ich halt wirklich viel verschwendet habe. Ja, ich meine, ich leiste schon noch ein bisschen Gegenwehr und so, aber es ist halt alles nicht wirklich. Ja, und den habe ich zu weit nach hinten gespielt. Deswegen kommt bei mir alles zu langsam, wenn ich zu weit wegspiele in der falschen Situation. Was, da ist immer noch die. Wieso ist da immer noch eine Drohne? Wie kann denn das sein? Ah, oh, verdammt nochmal. Die hätte ich doch erwischen müssen mit dem. Ach komm schon. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja gut, ich meine, die Drohne, wir hätten sowieso verloren, aber dass ich die nicht erwischt habe, hatte ich da nicht einen Blitzzauber reingehauen? Also ich war mal relativ sicher, dass der Blitzzauber die erwischen muss. Aber ich weiß nicht, hat er die irgendwie ein Schild oder keine Ahnung, was das war. Aber wenn dann natürlich noch eine Drohne überlebt und man dann nichts hat, das ist. Ja gut, ich meine, wie gesagt, das war jetzt in dieser Situation nicht mehr spielentscheidend. Ich war sowieso zu schlecht. Viel zu schlecht für diesen Gegner. Also der war viel besser als ich. Deprimierend, aber so ist es. Masters, get ready. Puh. Also heute auch wieder ein Tag, an dem es nicht wirklich gut läuft, nicht mal hier im Einzel. Jetzt bloß nicht zu frustriert werden, ganz in Ruhe weiterspielen. Und konzentrieren. Da ist irgendwas Unsichtbares gespielt worden und ich weiß nicht, was es ist. Ich bin Depp, ich hätte da drüben
Na komm! Da drüben viel, viel besser verteidigen müssen. Ich dachte, da wäre irgendwas Unsichtbares gespielt worden und deswegen war ich dann schon wieder so zögerlich und jetzt habe ich da schon wieder völligen Mist gebaut. Und da wahnsinnig Schaden genommen. Wahnsinnig Schaden genommen. Und der schießt auch nochmal drauf, ja, ja. Ja, ja, da sieht schon wieder schlecht aus. Ich meine, wir können jetzt im Gegenzug auch mal ein bisschen Schaden verursachen, aber das wird nicht reichen, um das hier auszugleichen. Ich meine, unter normalen Umständen wäre das gar nicht schlecht, was wir jetzt hier an Schaden verursacht haben. Sind ja schon immerhin gute 900 Punkte, aber wenn man auf der anderen Seite 1800 Punkte Schaden kassiert, dann ist das natürlich absolut mies. Also wieso habe ich da auch nicht besser verteidigt? Das ist ja wirklich unglaublich. Ja gut, wir müssen spielen so schnell wir können. Natürlich hatte ich jetzt auch wieder keine Betäubungseinheit, die das hier schneller hätte regeln können. Ja, auch das hier jetzt wieder. Ich meine, den kriegen wir jetzt schon weg, aber das reicht halt dann wieder nicht. Okay, dann können wir jetzt mal kurz das hier hinspielen. Ich dachte irgendwie, der würde wenigstens irgendwas dann noch abfangen von diesen Typen. Ja, verdammt nochmal. Schauen wir, dass wir hier mal... Ja, der würde jetzt alle meine Scrats hier fertig machen. Das hätte ich aber auch sehen müssen, dass das so kommt. Ja, wenn ich nicht so am Anfang so viel Schaden genommen hätte, dann glaube ich, hätten wir das hier sogar relativ gut regeln können. Ich glaube, wir hätten diese Runde hier wirklich nicht verlieren müssen. Die hätten wir echt gewinnen können. Wenn, wie gesagt, wenn wir da nicht so einen Mist gebaut hätten. Okay, das ist scheiße. Wir müssen das hier schneller... Oh nein, 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 ich habe nicht schnell genug den Betäubungstypen. Wieso habe ich nie den Betäubungstypen, wenn ich ihn brauche? Ah, das ist schon wieder so eine Runde, die hätte absolut nicht verloren gehen müssen. Wieso habe ich so nachlässig verteidigt? Ich habe mich da am Anfang völlig auf die untere Brücke konzentriert. Da habe ich noch gesagt, ich muss mich konzentrieren und da habe ich mich völlig auf die falsche Brücke konzentriert und habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass da oben das Hackeball kommt. Das war völlig dämlich. Nur weil ich da gedacht hatte, da wäre irgendwas Unsichtbares gespielt worden, das ich dann am Ende gar nicht mehr wirklich gesehen habe. Ah. Wieso? Wieso mache ich so dämliche Fehler? Ah, jetzt aber mal wirklich konzentrieren, das ist ja traurig. Ja, das ist okay. Das unterstützen wir gleich mal dieses Skelett. Ja, dann haben wir zumindest die Brücke behalten. Das ist okay dann. Also ist jetzt gar nicht mal so schlecht gelaufen. Könnten wir hier, die können wir uns holen, wenn sie hier auf dieser Brücke sind. Das dürfte jetzt passieren. Ah, Mist, nein! Ich habe ein bisschen zu früh geschossen. Ah, das hätte funktionieren müssen. Das hätte wirklich funktionieren müssen. Komm, holen wir den mal kurz weg. Holen wir uns auch die andere Brücke wieder. Aber das ist jetzt alles noch nicht verloren. Der ist, glaube ich, ziemlich verschwendet, diese Einheit hier. Ja, ja. Spielen wir gerade gegen Bot oder so? Das ist irgendwie... Hat das Spiel irgendwie Baumen mit mir und schenkt mir jetzt einfach einen Bot? Weil dieser Fragezeichenname hier... Der sieht schon irgendwie stark nach Bot aus. Ja, das Spiel denkt, ich bin so scheiße. Dass es mir jetzt einfach mal Bot servieren kann, damit ich nicht völlig verzweifle. Es hat nicht ganz Unrecht, muss ich sagen. Es hat nicht ganz Unrecht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen dankbar, dass es mich jetzt einfach mal gewinnen lässt. Sofern es mich überhaupt gewinnen lässt, ist ja noch gar nicht gesagt. Ich kann dich auch noch versagen. Tatsächlich haben wir den Scharfschützen auch nicht wegbekommen. Ja, und der wird jetzt hier noch mehr anrichten. Aber jetzt bekommen wir ihn hoffentlich endlich mal wirklich weg. Ja, und jetzt haben wir da zufällig noch mehr Einheiten getroffen. Jetzt gewinnen wir diese Runde jedenfalls mal, aber das war jetzt keine Herausforderung. Das war ja... Ich sollte schon auch mal einen Menschen besiegen.
Ist schon ein bisschen peinlich, dass das Spiel meint, mich aufheitern zu müssen. Aber wie gesagt, das stimmt schon. Okay. Okay, diesmal haben wir, glaube ich, wieder einen Menschen und diesmal bitte nicht gleich wieder irgendwelche dämlichen Fehler zu Beginn machen. Das wär einfach wirklich schön, wenn wir diesmal einfach hier ordentlich spielen könnten. Ich meine, das Hackeball haben wir diesmal zumindest. Ja, doch, das ist schon okay. Das ist schon okay. War das wieder was Unsichtbares? Ich dachte, da wäre was Unsichtbares. Ja, da war's, aber ja. Zu spät, das ist jetzt halt so. Da müssen wir jetzt den Angriff müssen wir wahrscheinlich einstecken und danach können wir ihn aber gleich betäuben, sobald er auf den Turm gegangen ist. Jetzt habe ich schon fast wieder ein bisschen zu weit weggespielt, oder? Nee, geht doch. Das haben wir jetzt schon wieder ein bisschen zu viele. Da haben wir jetzt schon wieder ein bisschen zu viele Schaden genommen. Hier nehmen wir gleich wieder zu viel Schaden. Ja, komm. Ja, doch, das funktioniert. Ja, wir sind wieder hinten dran bei den Lebenspunkten. Und sogar bei den Erfahrungspunkten. Also das läuft wieder nicht gut. Nicht wirklich zumindest. Ah, Mist. Ich habe wieder ein bisschen zu viel Mana ausgegeben. Ah, nein. Wieder eine halbe Sekunde zu spät konnte ich die spielen. Ich habe jetzt wieder den Schaden eingesteckt. Verdammt nochmal, das geht so nicht weiter. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Nein, 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 ich hätte ihn betäuben müssen. Ich hätte auf den Betäubungstypen warten müssen. Ich bin doch echt ein Vollidiot. Okay, spielen wir das noch mit dahin? Ich muss schauen, dass ich hier besser verteidige, sonst sind wir gleich ganz am Arsch. Ja, ich bin einfach zu schlecht darin zu verteidigen gegen solche Einheiten. Wir hätten es jetzt sogar fast noch schaffen können. Aber da wird gleich wieder die nächste von diesen Einheiten von unserem Gegner kommen. Ne, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Trotz meiner Verzweiflung haben wir es irgendwie geschafft. Er hat es dann doch nicht ganz rechtzeitig hingekriegt. Wenn er jetzt noch einen Hackeball gespielt hätte, dann wären wir, glaube ich, gestorben, aber hat dann halt auch ein bisschen seine Verteidigung vernachlässigt, insofern. Ja, aber es war. Es war schon wieder so, dass ich einfach zu schnell zu viel Schaden kassiert habe, weil ich meine Verteidigung nicht ordentlich im Griff hatte. Das muss ich wirklich besser machen können. Vor allem mit meinem normalen Deck, wenn das jetzt hier das Draft gewesen wäre, dann wäre es ja noch okay. Aber ich habe ja hier die Einheiten. Ich habe mir das ja extra so zusammengestellt, dass ich eigentlich sehr wohl alles da habe, um solche Angriffe abzuwehren. Ich habe den Betäubungstypen, den Betäubungsaffen, ich habe hier die Scrats. Das muss man dann halt ordentlich spielen und sie für solche Angriffe aufheben. Das war jetzt die letzte Runde für heute. Ich glaube, das ist jetzt auch deprimierend genug, meine Leistung. Dass wir das hier nicht, also dass wir heute nicht überziehen müssen. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir jetzt nochmal einen Sieg holen. Und dann wenigstens hier mit einer positiven Bilanz im Einzel rausgehen. Wenn auch nicht allzu positiv, aber doch positiv. Oh, mein Gott, ja. Dann machen wir es halt erstmal so. Mein Gott, wie kann der so viel Zeug auf einmal spielen? Dann bin ich schon ein bisschen erschlagen. Wo kommt das alles plötzlich her?
War das jetzt wirklich das Intelligenteste in dieser Situation? Ja. Aber jetzt, wo dieser Angriff mal gebrochen ist, jetzt sieht es schon nicht mehr so gut aus wie ihn. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hätte spielen müssen, ehrlich gesagt. Aber da hat jetzt ein Meister, der nicht gut kann gegen solche Fernkämpfer, der da nicht viel ausrichten kann. Insofern ist es jetzt vielleicht nicht die schlechteste Lösung hier, möglichst schnell Schaden zu verursachen. Ja gut, jetzt müssen wir es doch aufgeben. Das ist jetzt nicht so gut da unten. Ja, jetzt haben wir ein paar kleine Problemchen hier. Ja, oh scheiße, wir nehmen schon wieder viel zu viel Schaden. Wieso nehmen wir schon wieder so viel Schaden? Nein, 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 nein. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso habe ich das wieder völlig... Ich bin doch ein Idiot. Wieso habe ich das wieder völlig unterschätzt? Ich spiele viel zu langsam. Ich spiele wie ein alter Mann. Das ist unglaublich. Wie konnte das passieren, dass ich mich da wieder überrumpeln lasse von diesem Angriff? Ich hatte wieder meine Lebenspunkte überhaupt nicht... überhaupt nicht im Blick. Dabei habe ich noch direkt vor der Runde gesagt, dass ich daran arbeiten muss. Ich hatte es überhaupt nicht im Blick. Und dachte nur, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und habe das überhaupt nicht gerafft, wie schnell da wir gerade eben Schaden kassieren. Ich dachte, es geht schon. Wir können den schon erstmal auf den Turm gehen lassen. Konnten wir natürlich nicht mehr. Ich hätte gleich was in den Weg spielen müssen. Sofort. Und möglichst viel. Also das mache ich einfach viel zu oft, dass ich die Gegner erstmal auf den Turm gehen lasse, um sie dann zu erledigen, während sie mit dem Turm beschäftigt sind. Das darf ich nicht mehr so oft machen. Ich glaube, das ist ein genereller Fehler, den wir jetzt diese Episode ausgemacht haben, dass ich daran wirklich arbeiten muss. Das ist dringend. Ja, okay, dann haben wir wenigstens was gelernt, hoffe ich zumindest mal, aber ihr wisst ja, also das habe ich wahrscheinlich bis nächste Woche wieder vergessen. Ich meine, ich hätte es ja diesmal schon gleich in der letzten Runde schon wieder vergessen, obwohl ich es gerade erst davor gesagt habe. Aber naja, hoffen wir mal das Beste. Dann bis nächste Woche. Tschüss und bis dann, euer Grimdor.